Lass uns doch einfach jetzt auch direkt über das Mainz-Spiel sprechen. Also ich meine, du hast es gesagt, das sind vom Papier her jetzt mit Mainz und Freiburg die nächsten beiden Gegner nicht unbedingt ja, die absoluten Top-Mannschaften. Das sind so Mannschaften, die spielen eine solide Saison und haben ja, auch wie ich finde, mehr erreicht eigentlich, als man das vielleicht sogar vor der Saison vermuten könnte. Ja. Aber genau jetzt entscheidet sich eigentlich in solchen Spielen, ob wir da oben hingehören oder nicht. Und weil wir da unsere Hausaufgaben machen müssen mit diesem Block, dann kommt ja bald auch noch Düsseldorf mit diesem Block an Spielen, die ja schon in der Hinrunde wichtig waren. Da haben wir dann außer Freiburg die zwei anderen gewonnen. Ja, eigentlich müssen wir mindestens das Gleiche jetzt wiederholen, um dran Ja, zu vor allen Dingen bleiben. sind es ja auch zwei Heimspiele, die wir dann haben. Ach nee, Moment, in Düsseldorf. Ja. Zwei Hoffentlich ist das Auswärtsspiele. fast ein Heimspiel dann. Ja, Ich meine, genau. Düsseldorf ist gerettet, das ist vielleicht die eine Sache, aber lass uns jetzt erstmal, glaube ich, auf das Ja, Mainz-Heimspiel nein, ich wollte nur konzentrieren. allgemein sagen, dass die Aufgaben in der Hinrunde lagen sie etwas günstiger dann mit den Ja. Heimspielen und jetzt etwas ungünstiger, vermeintlich, auch wenn wir uns ja jetzt gerade nicht als heimstarkes Team in der Rückrunde präsentiert haben. Aber ganz, ganz besonders die Mainzer sind für mich immer so eine Mannschaft, die ein bisschen schwierig auszurechnen ist. Weil man hat manchmal so Spieltage, wo man, ich muss dazu ehrlich sagen, ich sehe selten die Mainz-Spiele, aber Ja. man hört ja dann, man liest, man guckt Zusammenfassungen. Mal spielen sie auch gegen attraktive Gegner wirklich gut mit, mal ist das mehr oder weniger leblos, so macht es den Eindruck. Also ich finde es sehr, sehr schwierig, Mainz einzuschätzen. Und so waren ja auch die letzten Auftritte in Mainz. Das waren manchmal 0-0s und 1-1s und 0-1s und so unattraktive Sachen, unangenehme Spiele. Und Mainz ist eine Mannschaft, die hat jetzt auch, glaube ich, in der Rückrunde ein bisschen gelernt. Ich weiß noch, als die zu uns gekommen sind in der Hinserie, das war eins der souveränsten Spiele von Ja, Borussia. aber da war ganz groß Krise in Mainz. Ja, da haben die Mainzer aber auch versucht, viel zu hoch zu stehen und haben eine andere Art von Fußball versucht, die etwa so naiv war wie Borussia zu Hause gegen Bayern, die Ja. ganze Zeit zu stürmen. Und das ging vollkommen in die Hose. Ich glaube, 4-0 war es, ne? Also Ja. das war eins der absolut souveränen und hervorragenden Heimspiele von Borussia. Und jetzt müssen wir eben auswärts gucken, dass wir erstmal ja, selber nicht die in die gleiche Falle tappen, die bei Mainz zugeschnappt hat letztes Mal. Ja. Ich denke vor allen Dingen, wichtig ist, stabil zu stehen. Erstmal die Null halten. Und wenn es am Ende ein Kack-0-0 wird, nehme ich das. Wenn die Mannschaft sich dadurch stabilisiert und wie gesagt, danach ist Länderspielpause, dann ist dann dass nicht irgendein Rucksack mitgetragen wird Kann man die über Wunden 2 Wochen. lecken? Ja. Sandro Schwarz hat gerade Nein. verlängert. Ja. Da ist relative Ruhe. Da ist nicht viel zu gewinnen, nicht zu viel zu verlieren. Die Saison für Mainz ist im Mittelfeld und wird auch da enden. Deswegen. Also ich glaube, das ist natürlich schwierig für Borussia, weil wir haben nun mal auch offensivstarke Spieler, dass man quasi immer versuchen wird, nach vorne zu spielen. Aber du sagst es richtig, man sollte auf jeden Fall gucken, dass man irgendwie die Innenverteidigung und auch die gesamte Kette wieder so weit stabilisiert, dass man immerhin das als eine solide Basis nutzen kann. Wer weiß, wie wir spielen, das ist immer so eine schwierige Sache. Rafael hatte ja jetzt wieder sein Comeback gegen die Bayern feiern können. Ja. Aber ansonsten, ich glaube nicht, dass er schon mal für die Startelf in Nein, ich Frage meine, das kommt. würde mich sehr Ist wundern. sowieso die Frage, ob das jemals nochmal der Fall sein wird. Aber ich würde trotzdem auch mit Stindl-Player und Hazard, glaube ich, anfangen, vorne, um halt einfach die Offensivkraft zu haben. Für mich wäre es aber auch aktuell eine Überlegung, weil Florian Neuhaus, das sagen wir auch schon eigentlich seit Wochen, so einen leichten Durchhänger hat, ihn vielleicht nochmal rauszunehmen, ihm eine Pause zu geben. Ich würde Kramer und Das Strobel ist, zusammenbringen. ja. Das scheint im Moment keine Option zu sein für den Trainer, aber das ist jetzt wäre der Zeitpunkt, wo ich mal eigentlich Strobel auf die 6 setzen würde, Kramer eine der Achterpositionen gebe oder eine verkappte Doppel-6 daraus mache und dann lasse ich einen vorne ran, der ein bisschen kreativer ist oder eben laufstärker wie Hofmann zum Beispiel. Oder ich versuche es mit Stindl auf der 8. Wir haben es mit Carsten Kellermann diskutiert. Ja. Ich glaube, dass vielleicht jetzt gerade in der jetzigen Phase man nicht unbedingt auf mehr Offensive setzen muss. Also wie gesagt, 12 Gegentore aus den letzten wie Und das vielen muss Spielen? stoppen. 4 Spielen, das ist ein Dreierschnitt und zu Hause 11, das ist katastrophal, wir haben es gerade schon gesagt. Jetzt muss erstmal hinten die Ordnung her. Manchmal muss man auch ein schmutziges 0-0 oder 1-1 mitnehmen, um damit dann wieder Sicherheit zu finden. Und die Mannschaft braucht einfach jetzt wieder diese Sicherheit und diese Konzentration. Ja, das stimmt. Von daher, ich finde, das Mainz-Spiel ist deswegen richtungsweisend. Ja, weil es ist nun mal eine Aufgabe, die ist schwierig, die ist vorher
auch vom Papier her nicht die attraktivste Aufgabe, aber man kann halt damit sich selbst wieder beweisen, okay Leute, wir können es noch, und dann auch in der Länderspielpause entsprechend weiterarbeiten. Ja. Weil ich glaube, wenn man gegen Mainz schon wieder ein negatives Erlebnis hätte, das wäre natürlich der Super-GAU. Weil also, ja, aber sagen wir mal ganz ehrlich, die Dynamik des Fußballs, ich habe gerade eben gesagt, mit den Wellen, ja, und wir sind im Moment eben wie bei der Konjunktur mal in einer kleinen Delle. Ich hoffe, es geht aber jetzt wieder hoch. Und Ich hoffe es. Ich glaube auch nach wie vor, dass die Qualität in der Mannschaft da ist, und man hat sie ja auch gegen Bayern aufblitzen sehen, man hat sie in den Wochen immer aufblitzen sehen. Es sind nur so kleine Puzzleteile, die im Moment nicht zusammenpassen, die wieder so reingedrückt werden. Ja. Auch wenn sie nicht passen. Das wäre dann wieder eine andere Sache, aber vielleicht ist ein Stück feucht geworden oder so. Das kann sein, ja. Aber genau in dieser Wellenbewegung, ich sehe nicht kommen, dass wir in Mainz mit wehenden Fahnen dahin fahren und gewinnen. Also das wäre schon eine super Sache, wenn das gelingen würde. Ich glaube es aber auch. Das würde mich sehr überraschen. Ich weiß nicht, ob es jetzt am Spiel gestern liegt, aber im Moment ist da zu große Ernüchterung. Vom Trend her, von der Erfahrung her, sehe ich da maximal ein Unentschieden für uns. Wenn wir natürlich da erfolgreich sein können, umso besser. Ein schmutziges 1-0 wäre mir am allerliebsten. So mal sauber bleiben hinten, vorne Kacke spielen, aber ein Tor machen. Weil vorne, das wird schon wieder von selber kommen. Wir müssen einfach diese Sicherheit finden. Und so ist der Fußball normal. Ich weiß, es wird jetzt auch wieder viele im Umfeld geben, die kommentieren und die sagen, alles schlecht, alles scheiße und so weiter. Wenn du mental in einer Phase drin bist, dann kommst du da so schnell nicht raus. Ja. Und wir müssen gucken, dass wir alle Mittel ziehen, um da eben rauszukommen. Manchmal ist es eben nicht die Qualität, die unbedingt aussieht. Guck dir Schalke an. Ja, ich meine, ich sage genug negative Dinge über Schalke, aber da stehen ja trotzdem 11, 12, 13, 14 Leute im Kader, die ja gute bis sehr gute Spieler sind. Ja. Warum spielen die so unfassbare Scheiße zusammen? Ja, es ist immer viel Kopfsache. Aber deswegen, ich bin jetzt positiv und ich glaube an einen Sieg. Ja, das finde ich schön, dass das hier auch mal so ein Signal gemacht wird. Ja. In der miese, petrigen Einstellung. Ja, deswegen bin ich jetzt positiv und sage, wir gewinnen in Mainz. Na, hoffen wir mal. Wie war das so, wenn du bisher so Siege getippt hast? Weiß ich nicht. Hat das ja irgendjemand ja nachgehalten von unseren Hörern oder Zuschauern? In der Hinserie war es ja dann auch meistens ein guter Tipp. Also von daher. Ja, das stimmt. Ja. Gut, belassen wir es heute dabei. Wir sind alle müde von dem Spiel gestern. Und ein bisschen down. Wir haben viel getrunken. Ja, vielleicht. Aber vor allen Dingen, was soll man noch großartig sagen? Hast du Scheiße am Fuß? Das war gestern eben extrem der Fall wieder mal.